lebenswert, sehr schön, das liegt rund. Ja? Ili, nur eine kurze Frage. Wohnst du noch am Main-Taunus-Zentrum? Ja, aber sag das nicht hier. Nein, niemand mit was anfangen, hast du recht. Wieso bist du da auch, oder wie? Nein, ich wohne in Frankfurt. Ah ja, bist ja eine Nachbarin von mir schon fast, ha? Frankfurt. Ja, genau, was habt ihr denn für Wetter unten? Bitte? Was ihr für Wetter habt in Frankfurt? Im Moment scheint die Sonne, aber die dunklen Wolken sind gleich dahinter. Ah ja, okay. Naja, ihr Regen kann es ruhig, dann meine Balkonblumen müssen da nicht so leiden. Gegossen werden, ja. Genau. Genau. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. So. Wer ist jetzt im Apparat? Hallo? Hallo, Hilli, hier ist Doris. Hallo Doris, schön, dass du bei mir bist. Ja, freut mich auch. Ich hätte gern mein Sommerhighlight. Ja, ich mach das schon. Alter und Familienstand. Alleinerziehend, also alleinlebend mit meinem Sohn, aber der ist schon älter und 57. Ja. Also du wirst nicht alleine bleiben. Ah, das ist ja schon mal gut. Also die Karten zeigen das an für den Spätsommer. Ja. Gehst du dieses Jahr noch mal in Urlaub, ja? Hatte ich nicht vor, nee. Aber dann bist du unterwegs. Also den Mann lernst du natürlich auch nicht über Internet kennen, sondern wenn du draußen unterwegs bist, auch mit jemand aus deinem sozialen Umfeld. Kennst du den schon? Nein. Du bist aber mit jemand aus deinem sozialen Umfeld unterwegs. Ah ja, gut. Mit einer Frau kann auch dein Sohn sein. Ja. Ja, das der Mann, den du kennenlernst, ist frei, glücklich geschieden, hat 2 erwachsene Söhne, kann ich sehen. Und ja. Der Mann hat etwas im hochwertigen Bereich mit der Medizin zu tun. Ja? Also wo man was studiert haben muss in der Medizin. Entweder Forschung oder Arzt oder sowas. Und das gibt auch eine bleibende und tragende Beziehung. Alles Liebe. Ja, super. Aber dann, das wird sehr gut. Alles Liebe. Ciao, ciao. Danke. Danke, tschüss. So, wer ist am Apparat? Hallo? Ja, Heli, ich bin's, Gabriele. Endlich beim zweiten Mal durchgekommen. Aber super. Legst du mir mal bitte die Karten und wegen diesem Lebensbaum oder dieses Alter, wo man so alt wird? Ja, das. Aber ich habe mitgekriegt, schon. Ja, und ich habe auch keinen Mann, ich habe nur so Kranke, die an Krücken gehen, an der Hand. Das darf man nicht sagen. Also ich weiß. Meine Katze war jetzt beinahe gestorben. Jetzt hat der Arzt ihr so Futter gegeben, Aufbaufutter, die ist zum Leben erweckt. Ja, toll. Also deiner Katze wird es auch bald wieder gut gehen. Ja. So, dann kann ich bei dir sehen, der Lebensbaum liegt gut, der liegt mit der Sonne, ja? Also auch du wirst ein ganz altes Krokodil. Dann zeigen die Karten bei dir an, du kannst da wohnen bleiben, wo du wohnst. Ja, du musst nicht umziehen, ist ja auch schön. Eigentum. Und ja, das siehst du, dass die Karten stimmen. Na, Geld, du stimmst als Einzigste, bist gut. Na gut. Man kann auch sehen, das Geld liegt bei dir gut, das mit dem Glücksklee, mit dem Stern und mit dem Herz. Und immer. Und da liegt auch ein Mann dabei. Also einen Mann lernst du noch kennen. Wann? Muss dein Body nach draußen bewegen. Ja, da hast du recht. Würde ich mal sagen, September, Oktober. Ja. Und der Mann ist frei, sonst hat es ja auch keinen Sinn. Ja? Wo draußen, auf der Straße? Ja, nee, nicht auf der Straße. Aber wenn du gehst da, wo wohnst du denn in welcher Stadt? Stuttgart. Ja, meine alte Heimat. Aber bei Daimler wohnst du. Ja, so. Nicht weit weg. Also, pass auf. Der Mann, den lernst du im Restaurant oder Biergarten oder irgendwie sowas kennen. Und du bist auch mit anderen unterwegs, nicht alleine. Danke. Alles, ja? Ja, weg. Alles Liebe, kann ich jetzt noch sagen. So. Eieiei, wer kommt hier denn jetzt durch? Wer ist am Apparat? Hallo? Ja, hier ist die Anna. Hallo, Anna. Ich hätte gerne einen Glücksmoment. Ja, das machen wir für dich, Anna. Wie alt bist du denn? 64 und ledig. Anna, eine schöne Kur oder sowas kann ich hier sehen. Ja? Ja. Kommt im Herbst. Muss ich sagen, es sieht gut aus. Dann habe ich einen Mann für dich. Stell dir mal vor. Ach. Ja. Also ich habe jetzt nicht, dass ihr gleich zusammenzieht, aber kennenlernen wirst denn. Und dann?
Das durfte im September, Oktober sein. Und da bist du irgendwo eingeladen. Aha. Also das kann ich sehen. Du kriegst eine Einladung aus deinem sozialen Umfeld natürlich, ja? Mhm. Das kann ich sehen. Geld liegt bei dir gut. Ja, das ist schön. Ja, von einem Amt oder Behörde kriegst du sogar noch irgendwo eine Benachrichtigung, dass es etwas mehr gibt. Das wird bald sein. Ja? Mhm. Alles Gute, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. Okay. Tschüss. Ciao. Wer ist am Apparat? Hallo? Hallo, hier ist Sabine. Hallo Sabine, ich grüße dich. So, was hättest du denn gerne? Was darf ich denn für dich gucken? Ich hätte gerne die Neuigkeiten. Mhm. Alter und Familienstand, dann machen wir das. 54 und Single. Mhm. Wie rum? Du arbeitest noch, gell? Ja. Warum habe ich denn da irgendwo einen neuen Arbeitsvertrag? Hm. Das kann auch sein, wo du bist. Ja, man muss da nicht immer verwechseln. Man kriegt oft auch in der Firma was Neues und einen neuen Vertrag, ja? Ja. Auf jeden Fall sagen die Karten, dass es nach oben geht. Okay. Ja, und sehr gut. Kannst dich freuen. Du landest nochmal im Olymp, da gibt's auch mehr Geld, der Benefit stimmt auch. Dann, du hast keinen Mann. Nein. Aber der kommt. Auch schön. Und den wirst du kennenlernen, natürlich nicht über Internet, sondern wenn du draußen unterwegs bist. Okay. Ich würde sogar sagen, du machst irgendwo einen Besuch, wenn du den Mann kennenlernst. Ja. Der Mann ist auch nicht unbedingt, wo wohnst du denn? In welcher Gegend, grob? Nähe Wiesbaden. Mhm, heute rufen alle aus meiner Heimat an, das ist aber nett. So, ich wollte dir nämlich sagen, der Mann lebt an einem Wasser und das ist der gute alte Vater Rhein. Ja. Ja? Was lachst du jetzt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten bei mir. Ja, also gut, da musst du dann ins Telefon anrufen, weil die können wir jetzt nicht alle auseinanderklamüsern. Aber ich kann sehen, dass du auf jeden Fall in eine Beziehung gehst. Und dabei ist mir das egal, wer das ist von deinen 6 Kandidaten oder so. Ja? Ja. Okay. Einer ist es. Und auch gut. Okay. Ja, auch materiell sehr gut, ja? Ja. Very rich, the Mr. Right. Alles Liebe. Ciao, ciao. Alles. Nein, 18 Jahre müsst ihr sein. Weißes Laufband unter mir beachten. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz pro Einwahl. Nicht jeder kann hier durchkommen. Ein bisschen Glück gehört dazu. Mobilfon ist teurer, wir haben einen Zufallsgenerator und wir beraten keine Minderjährigen und weißes Laufband auch beachten. So, jetzt haben wir alles. Also die Hessen, die sind heute sehr aktiv, also ruft ruhig an. Ja, und wir wechseln in die Wunschrunde. So, jeder, der jetzt einen Rundumblick möchte, den bitte ich jetzt wirklich hier sofort bei mir sich einzuwählen. So, wer ist denn am Apparat? Hallo? Ah, hier ist die Monika. Hallo Monika. Heute ist wirklich Monika da. Das hat in der letzten Stunde schon jemand gesagt. So, Monika, los geht's. Was möchtest du? Die Glücksmomente. Mhm. Wie alt bist du denn, Monika? Dann machen wir das. 57 und verwitwet. Mhm. Monika, hast du eine rechtliche Sache laufen? Nein. Dann kommt die noch. Aber Zivilrecht natürlich, kein Strafrecht, ja? Mhm. Also, du, das könnte irgendwo, pass mal ein bisschen auf, dieses Zivilrecht auch um Handwerk oder sowas gehen. Also, wenn du deine Wohnung renovieren lässt, dann pass mal auf, ja? Ja. So, dann zeigen die Karten an. Keine wesentlichen Geldsorgen, weil wenn ich das sehe, dann sage ich das auch. Die Fische liegen mit der Sonne und im Herz, also da gibt's nichts zu meckern, ja? Ja. Dann sagen die Karten auch, du bleibst nicht alleine. Mhm. Ist ja wichtig.
Ja, das ist wichtig. Den Mann wirst du nicht über Anzeige oder Internet kennenlernen, sondern während des Nachmittags und du bist mit Leuten unterwegs einfach. Mhm, Weinfest, Straßenfest oder dergleichen, ja? Und wann wird das sein? Das dürfte jetzt schon nächsten Monat sein. Also im August? Ja, den haben wir nächsten Monat, da hast du recht. Und das wird was Bleibendes und Tragendes werden, ja? Ja, und siehst du bei mir noch eine Kur? Ja, und die dürfte jetzt im Herbst kommen und die Kur geht ans Wasser. Oh, danke schön. Ja, möglicherweise Nordsee oder Ostsee. Aha. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. So, wer ist mein nächster Gast? Meine Güte, das geht ja heute wieder wie das Brezelbacken. Wer kommt hier denn jetzt durch zu mir? Wo ist mein nächster? Wo bleibt mein nächster Anrufer? Denkt auch, dass ihr über die Kiddies fragen könnt. Kinder, auch, also kleine Kinder, mittlere Kinder, große Kinder, ganz egal. Wir gucken nach den Potenzialen der Kinder. Ausbildung, Studium, was machen sie? Wo gehen sie mal später hin? Was für Wege beschreiten sie? So, wer ist am Apparat? Hallo? Hallo, da ist Maria. Hallo Maria. Ich hätte gern den Rundumblick. Den kriegst du auch. Dein Alter und Familienstand. Ich bin geschieden, 57. Hm. Ich schaue mir das an, ja? Ja. Was machst denn du beruflich? Also die Branche hätte ich gerne nur. Ich bin Rentner. Hm. Mit 57? Ja. Also etwas im 450-Euro-Job würdest du noch kriegen, wenn du das wolltest, ja? Musst du nicht machen, kannst du machen, ja? Ja. Dann zeigen die Karten, dass du da wohnen bleiben kannst, wo du wohnst. Ja. Also kann jetzt keinen Umzug sehen. Mhm. Dann machst du noch eine Kur, kann ich auch sehen. Also eine Reise wegen Gesundheit, dass ich kann. Bitte? In welchem Abstand jetzt eventuell? Das dürfte gleich zu Beginn nächsten Jahres sein. Mhm. Fährst du Auto? Ja, noch. Wieso? Was heißt da noch? Ja, gesundheitsmäßig. Ach so. Bin ich froh, dass ich doch einigermaßen mobil bin. Ja, also, weil meine Karten zeigen an, du solltest dir das auch beibehalten. Weil das wäre natürlich ein Stück Freiheit, ja? Das kann ich sehen. Und du lernst noch einen netten Freund kennen, aber keinen Partner. Auf gar keinen Fall einen Partner, einen Freund. Ja? Mhm. Und das Ganze wird kommen, was ich sehen kann, im September. Okay. Und der Mann wäre frei. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja, danke. Bitte.